Die Polizei. Ganz wichtig, Zettel werden hochgehalten. Also wichtig, Zettel werden massiv geblendet. Ich bringe das hiermit zur Anzeige, dass sich dort Menschen befinden, die hier den Verkehr blenden, die uns blenden. Und ich fordere sie auf, da einzuschreiten. Die Polizei anscheinend auch nicht. Sie sehen das nicht als, sie sehen, da, sie sehen hier keine Zusammenrottung, irgendwie so eine nicht angemeldete Demonstration, wenn Leute bepöbelt werden, wenn hier entsprechend Leute beschimpft werden, wenn hier mit stärksten Lichtern auf die Gäste des Hauses hier gehalten werden. Soll ich mal darüber gehen? Was meinen Sie, was passiert, wenn ich darüber gehe? Das ist ja eine normale Demo. Das ist ja keine Demo, wir dürfen doch da sicher auch rübergehen, oder? Ich weiß nicht, was dann passiert, wenn Sie darüber gehen. So, Sie möchten also, ich glaube das nur, es könnte ja sein, Sie sagen, das ist eine friedliche Sache. Kann uns ja nichts passieren, wenn wir da hingehen. So, gut. Okay, dann ist ja aber gut. Das werden Sie nicht spielen. Ich weiß nicht, ob Sie die unbedingt provozieren möchten. Moment, stopp, Entschuldigung. Ich provoziere als Landtagsabgeordneter, wenn ich da also hingehe, zu friedlichen Zusammenkünften, die Sie nicht als Demo wahrnehmen, dann provoziere ich. Haben Sie Sorge drum? Okay, wir probieren es aus. Film das mal bitte. Wir gehen da jetzt hin. So. Sie können auch im Auto bleiben. Sie sind verantwortlich, wenn was passieren sollte. So. So, das hier ist definitiv keine einfache Zusammenkunft. Hier, schauen Sie sich das an. Das sind die Bürger. Das sind die Hetzer. Lette bleibt uns! Lette bleibt uns! Das ist offensichtlich. Lette bleibt uns! 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 Dass die Polizei jetzt offensichtlich keine politischen Akzente drin sind in der Zusammenrottung hier. Das ist immer noch für Sie keine politische Veranstaltung. Ja, wir das ist keine politische Veranstaltung. Nein, stopp, Dennis. Dennis ist so ein Zeuge. Die sagen mir sogar, es ist eine politische Veranstaltung. Die Polizei unternimmt nichts. Ja, und?